Penelope und die zwölf Mägde von Margaret Atwood ist ein Roman über Penelope, die Frau von Odysseus. Sie gilt in der griechischen Mythologie als Inbegriff einer treuen und liebenden Ehefrau, die darauf wartet, dass ihr Mann aus dem Krieg zurückkommt. In diesem Buch wird die Geschichte aus Penelopes Sicht erzählt, die sich in einer patriarchalen Gesellschaft zurechtfinden muss und die am Ende des Buches ihren zwölf Mägden das Leben kostet. Margaret Atwood versucht demnach einen etwas anderen Blick auf diese Geschichte zu werfen. Genau, es ist eine Neuinterpretation. Und was ich ganz besonders toll an diesem Buch finde, ist die kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit griechischer Mythologie und der symbolischen Zahl 12. Und sie versucht auch so ein bisschen anhand griechischer Mythologie den Wandel von Matriarchat zu Patriarchat zu zeigen, was ich sehr, sehr toll finde. Ich finde, es liest sich unfassbar gut und ist ziemlich witzig geschrieben.